Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder ein Tauschpaket bekommen mit 28 neuen Münzen, die ich euch jetzt hier wieder zeigen möchte. Hauptsächlich Skandinavien, aber auch ein bisschen Asien ist dabei, ganz wenig auch Afrika. Und ganz zum Schluss werden wir auch noch mal ein, zwei Gedenkmünzen haben. Anfangen möchte ich heute in Kuwait. Das ist ein Filzstück von 1967. Hier in arabischer Schrift. Nicht selten ist in diesem Jahrgang 1.875.000 Mal geprägt. Gleiche Münze, anderer Jahrgang. Ein Filz-Kuwait von 1970. Diese Münze nur 375.000 Mal geprägt. Dann kommen wir nach Japan. Das ist ein 10-Yen-Stück, 1967. Die Jahreszahl verbirgt sich hier hinter diesen Schriftzeichen unter der 10. Sage und schreibe 158.900.000 Mal geprägt. Also hier kann man tatsächlich von einer Massenmünze sprechen. Aber in diesem Jahrgang hatte ich sie noch nicht in meiner Sammlung. So, weiter geht's nach Indien. Hier haben wir ein 5-Rupien-Stück von 2010. Das ist eine Gedenkmünze. Tausendster Jahrestag des Tempels von, und jetzt muss ich ablesen, Brihadeswarar. Unten steht die Jahreszahl 2010. Unter der 2010 eine Raute zu sehen. Steht für die Prägestätte Mumbai. Für diese Münze habe ich keine Auflage gefunden. Fünf Rupien. So. Dann ein großer Sprung in unser Nachbarland Dänemark. Auch eine Gedenkmünze. 500. Quatsch, 500. Mein Gott. 25. Jahrestag oder Hochzeitstag von Prinz Henrik und Königin Margarete II. Eine 20-Kronen-Münze aus dem Jahre 1992. Bronze Aluminium, wenn es interessiert. 994.000 Mal geprägt. Interessantes Design, sieht aus, als wäre der Rand so ein bisschen abgeschnitten. Aber es soll Tatsache so sein. So, wir bleiben bei den 20 Kronen in Dänemark. Hier haben wir wieder eine Gedenkmünze, diesmal aus dem Jahre 2003. Turm des Baudenkmales Borsen, Kopenhagen. Ach, Frosch im Hals. Margarete die Zweite. 1.208.600 Mal geprägt. Kronen. Dänemark. Kopenhagener Rathausturm. Zum Jahre 2007. 1.208.600 Mal geprägt. Die 20 Kronen aus Dänemark sind tatsächlich auch eine recht schöne Sammlung. Hatte ich so bisher auch noch gar nicht auf dem Schirm. Hier ein Stück von 2010 aus der Serie Schiffe, ein Kajak.
800.000 Mal geprägt und zusätzlich in polierter Platte nochmal 1877 Stück. Und die letzte für heute aus Dänemark. 20 Kronen 1995. Anlässlich der Hochzeit von Prinz Joachim. Die werte Braut ist hier nicht erwähnt. Glatte 1 Million Mal geprägt worden. Aber machen wir einen Sprung nach Afrika, in den Kongo. 100 Frankenstück von 1971. Oh, über Kopf. Zwei Millionen 700.000 Mal geprägt. Eine Nickelmünze. So, wieder zurück nach Europa. Nach Ungarn. Zwei Füller von 1950, Aluminiumchip. Und 90.000 Mal geprägt worden. Öre 1941 aus Norwegen, eine Eisenmünze. mm im Durchmesser 6.608.000 Mal geprägt worden. Mauritius 10 Cent 1971. Nur 300.000 Mal geprägt worden. Zusätzlich 750 Mal in polierter Platte für Kursmünzensätze. Kupfernickel. Ein bisschen durcheinander hier heute. Komme ich zurück nach Norwegen. 10 Öre, 1948. Drei Millionen 104.500 Mal geprägt. Ja. Und jetzt bleiben wir erstmal eine Weile in Skandinavien. Schweden, 1 Öre, 1898. Eine Bronzemünze. Ne, warum? Zwei Millionen 995.498 Mal geprägt worden. Der sieht man es an, das Material, Bronze, gleiche Münze, anderer Jahrgang, 1904. Zwei Millionen
32.700 Mal. Das ist ein anderer Münztyp, selbes Nominal, ein Öre, ne? Zack. Immer noch Bronze. Drei Millionen 197.300 Mal die Prägestätte verlassen. Hier nochmal die Münze 2 Jahrgänge später, 1915. Millionen 471.300 Mal geprägt worden. Eine Öhre oder ein Öhre von 1917, diesmal aus Eisen. Acht Millionen 127.700 Mal geprägt worden. So, dann gehen wir jetzt mal auf die 2 Öhre. Dieses hier von 1934. Bronze, 4 Gramm, 1.794.950 Mal geprägt worden. Und dann habe ich noch 2 5-Euro-Stücke. Dieses hier von 1914. Bronze. 400.100 Mal geprägt worden, das ist dann schon ein bisschen seltener. Und das zweite Stück stammt aus dem Jahre 1922. Bronze, 763.420 Mal geprägt worden. So, das war's mit Schweden. Gehen wir nochmal nach Asien. Singapur, 1 Cent, 1970. Auch Bronzemünze, auch eine Bronzemünze. 1.402.000 Mal geprägt worden. Zusätzlich in Stempelglanz 400.000. 40.000 für Kursmünzensätze. Ebenfalls Singapur, ein 50-Cent-Stück 1980. Hier gibt es Varianten. Also hier gibt es eine Variante mit einem Münzzeichen. Das ist hier die Variante, also die ohne Variante, also ohne Münzzeichen, die Münze, geprägt worden 14 Millionen mal 717.000 Stück und zusätzlich in Stempelglanz 70.000 mal für Kursmünzensätze. Und die Variante, die hat ein Münzzeichen SM. Wo das genau liegt, kann ich euch jetzt nicht sagen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Die wäre dann 14.000 mal geprägt worden in polierter Platte, also ebenfalls für Kursmünzensätze. Hier die gleiche Münze nochmal von 1973. Gibt es keine Varianten.
4.474.000 Mal geprägt worden. In Stempelglanz zusätzliche 15.000 und dann in polierter Platte nochmal 1.000 Stück. Die sind dann schon wirklich teuer, ich habe mal nachgeguckt. Werde ich mir natürlich nicht holen. Soll für die heimischen Sammler bleiben. So. Hier haben wir dann schon noch ein bisschen was Besondereres. Das ist eine Gedenkmünze aus Gibraltar. Eine Krone von 1991. Eine Gedenkmünze anlässlich der 25. Olympischen Sommerspiele in Barcelona 1992. Hier mit dem Motiv Laufsport. Geprägt in Großbritannien übrigens. Ich habe leider keine Auflagen gefunden. Ihr seht, die ist auch nicht mehr in allerbesten Zustand. Dennoch hat mich sehr gefreut, die Münze zu haben. So, und das Kronstück, warum ich den Tausch eigentlich machen wollte, ist diese Münze. San Marino, 2 Euro. Giuseppe Garibaldi. In der Karte. ...130.000 Mal geprägt worden. Zusätzliche Stempelglanzvariante, zusätzlichen Stempelglanz 70.000 Stück. Folie geht schon ein bisschen ab. Ja, die wollte ich gerne noch haben. Darum ging es mir eigentlich. So, das sind wieder 28 Münzen für meine Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein paar Kommentare da. Wie ihr das seht, ist das überhaupt irgendwas zum Sammeln hier oder sagt ihr, wozu? Würde mich auch mal interessieren. Ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, Restwochenende. Nächste Woche werde ich leider kein Video hochladen können. Da bin ich im Rheinland bei meiner Schwiegerfamilie. Übers Wochenende. Aber in 2 Wochen geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ja, wie gesagt, bis dahin. Macht's gut.